So. Weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber es ist köstlich. Was ich lustig finde, dass die Rauchwölkchen auch hier auf der All-Star Edition auch noch verbuggt sind. Wie beim Original, ja. Erforsche die Höhlen und die Höhen und Tiefen. Ach, wisst ihr was? Ich will ein anderes Level machen. Nee. Nee, wirklich nicht. Das muss nicht sein. Das tun wir uns nicht an. Wie viel brauche ich? 50, ne? 40 reichen, glaube ich, nicht. Für die nächste Tür. Ho, 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 ho. War hier das Eislevel, der Spiegelraum? Ja. Ah, da ist das Affenlevel. Das habe ich schon gesucht. Erklimme den Berg. Das sind die guten Level, wo man sich am Anfang einfach mal nur nach oben durchkämpfen muss. Schön. Lauf, Mario, der Affe! Mist. In der Falle. Der Wiggler, ja, ja, der ist eigentlich in jedem Mario irgendwie ein cooler Boss. Nein, Mario, wo schwimmst du denn hin? Da, bitte wieder hoch. Danke. Habe ich jetzt den Affen getötet? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Cool. Nein! Oh, keine Ahnung. War ein bisschen glitchy. Wunderbar. Wow. Wow, die donnern hier aber runter. Ich glaube, ich bin in einer Schleife des Todes gefangen. Zum Glück nicht. Zum Glück doch nicht ganz. Laufe ich hier irgendwie im Kreis gerade? Lauf mal weiter hier. Ich glaube, das passt schon. Warum? Warum ist der überhaupt hier und was? Wie? Naja. Okay. Ah, das sieht so gemein aus hier. Hier sind auch die Kanten irgendwie voll glitschig. Hier ist das Level nicht sehr schön zusammengefügt. Da sieht man die einzelnen Flächen noch so rausstehen. Genau wegen sowas, weil die Kanten nicht schön übereinander stehen, kann man in Portal voll krass out of bound glitchen. Wenn man seine Portale, wenn man die genau in den richtigen Frame schießt, an ganz vielen Stellen zwischen die Texturen quasi aus dem Level rausschießen kann. Gibt's schöne Speedruns, die das zeigen.
Gut, das ist er. So. Erkunde den Affenkäfig. Affenkäfig. Ich laufe mal da lang. Mal schauen, was da so ist. Ein Extra-Leben. Na, ist doch gut. Kann man sich jedes Mal holen. Da fällt man schnell mal runter in dem Level. Knifflig. Ah, Kanone da unten. Aber wo ist Kanonen-Heini? Style. Na, leider bringt mir das gar nichts jetzt, ne? Achtung, starke Böen. Ach so. Nee. Bringt mir gar nichts. Na, dann hoffen wir mal auf starke Böen. So viel dazu. Ja, aber wirklich. Finde ich auch. Bam, 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 bam. Ah ja, okay, holen wir uns das extra Leben. Ich bin schon wieder zu faul. Aber es macht schon Sinn hier. Ja. 11 Leben sind besser als 10. Erkunde den Affenkäfig, was auch immer das bedeuten mag. Soll ich mal versuchen, ob wir einfach darüber fliegen können wegen Rückenwind? Na, der mit Rückenwind. Nie kann man sich auf dich verlassen. Aber eine unsichtbare Wand habe ich gefunden. Auch nicht schlecht. Für was gibt's denn am Start gleich ein Extra-Leben? Genau für sowas. Dass man experimentiert. Es ist schon irgendwie eine gute Entscheidung. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das gut ist oder nicht. Aber ist es tatsächlich irgendwie schon. Dass die in Mario Odyssey, dass man quasi unendlich Leben hat, es gibt keine Leben mehr und dass es keinen Fallschaden mehr gibt. Sind beide Sachen, wo ich mir im Vorfeld nicht sicher war, ob dadurch das Spiel nicht zu casual wird, aber überhaupt nicht eigentlich. Es entfernt nur zwei nervige Sachen aus dem Spiel. Und wird dadurch kein bisschen schlechter. Mario, ich hätte gern, dass du das machst. Genau, danke. Wenigstens lässt er mit sich reden. So, ich glaube, wenn ich jetzt zurück zu diesen Pilzen gehe, zu diesen Fliegenpilzen, könnte ich die 8 rote Münzen-Quest erledigen. Das wäre auch keine blöde Idee. Wenn wir schon hier sind. Der ist ein bisschen gemein hier. Ah, nein, wäre ich nur nicht nochmal weitergegangen. Mein Korrekturlenker, weil ich mir dachte, ich schaff's nicht, war unser Untergang. Mama mia. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja ein extra Leben bekommen. Und die Pilze sind gleich ganz am Anfang vom Level. Ich fange jetzt gleich mit den Pilzen an. Wenn wir die 4 haben, können wir uns noch gemütlich die 4 relativ sicheren
Maulwurfsmünzen holen. Dann wird alles gut. Und um den Affenkäfig kümmern wir uns danach. Gibt's eigentlich Lore? Na super, für Mario 64. Also ich meine, diese Bilder. Gibt's da eine Geschichte? Ich sollte mal mit den Toads reden. Ich glaube, die erzählen einem was über die Bilder, oder? Hat die Bowser gemacht oder waren schon immer magische Bilder im Schloss? Und hat Dark Souls mit dem Gemälde mit dieser gefrorenen Welt bei Mario geklaut? Wahrscheinlich. Und hat jemand die ganzen Gegner und Fallen in die Bilder reingezeichnet? Oder sind die da reingewandert in die Bilder, nachdem die erschaffen wurden? Oder sind die Bilder nur Teleporter, die einem irgendwo anders in echte Welten bringen? Fragen über Fragen. Okay. Nein, ach komm schon. Dass er manchmal noch diesen einen Schritt machen muss, der Penner. Manchmal macht er noch diesen einen Schritt, wenn er eigentlich schon steht. Ich hasse ihn so. Soll ich dir die Lore aus dem Mario 64 Spielberater und Anleitung abfotografieren? Hey, gerne. Ja, wirklich. Wenn da wirklich was steht dazu, dann mach das. Schau ich mir an. Machen wir vielleicht ein Mario 64 Lore-Video. Aktuell sind jetzt meine nächsten Lore-Projekte, falls es euch interessiert, Command & Conquer. Ich weiß nicht genau, doch genau, ich weiß schon. Durch das Sakurak-Video, durch Feinjustiert, habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich gerade das erste Command & Conquer hat eigentlich eine ziemlich coole und total crazy Story im Hintergrund. Da lohnt sich da mal nochmal reinzuschauen, denke ich. Und was war das andere gleich nochmal, wo ich mir gedacht habe, das wäre auch eine gute Idee? Shadow Man. Weil bald das Shadow Man Remastered kommt. Und da habe ich mir gedacht, stimmt, Shadow Man basiert ja irgendwie auf einem ziemlich düsteren Comic. Das ist vielleicht auch interessant, weil im Spiel wird das alles nur so angedeutet, aber nie wirklich erklärt. Mario plus Lore ist Lorio. Ja. Die Command & Conquer Lore ist mega, genau. Shadow Man habe ich für N64. Ja, ich eben auch. Das war cool und gleichzeitig echt irgendwie schwer und die Steuerung war echt ein bisschen klobig. Aber in dem Remaster, das da kommt, haben die scheinbar auch die Steuerung überarbeitet. Da spiele ich schon fast mit dem Gedanken, mir das eventuell nochmal anzutun. Weil es war schon auch ein cooles Spiel. Die hören nicht auf. Unendlich viel boshafte Maulwürfe. Na also. Gerade die Story, die Westwood für Kane auf der Kette hatte. Genau, genau. Ja, ich meine, das sind ja drei getrennte Universen voneinander. Die hängen ja nicht zusammen. Insofern. Aber die Iberium-Story ist schon echt witzig mit Kane. Okay, erkunde den Affenkäfig. Müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie nach oben oder so. Keine Ahnung. Yeah.
Nein, Baumstamm, tu mir das nicht an. Sei cool. Man will ja auch nicht zu weit laufen. Nicht, dass man übers Ziel hinausstößt, ne? Schießt. Ah, puh. Ja, okay. Gehen wir unten entlang. Finde ich gut. Was ist eigentlich mit der Wolke hier? Kann ich die irgendwie... Nee. Ist das ein geheimer Teleporter hier? Ich hab das noch so in Erinnerung gehabt, dass das irgendwas ist, aber ich wusste nicht mehr was. Nicht gut. Was? Und dann bin ich wirklich tot aus dem Level geworfen. Eiskalt das Spiel. Eiskalt. Ach so, die Tiberium-Saga meinst du, hat EA? Ja, das weiß ich nicht. Mit dem dritten Teil habe ich mich noch nicht beschäftigt. Haha, unsichtbare Wände oder was? Unverschämtheit. Das war gerade wild. In den Abfluss. Ja, ich schätze mal, das war auch nicht der Affenkäfig. Aber cool. Ob wir jemals den Affenkäfig finden oder ob ich vorher alle anderen Sterne in der Map gefunden habe. Ah, ich könnte mir, wenn ich die Maulwurfsstraße nehme, glaube ich, den Baumstamm sparen. Das wäre mir dann schon lieber. Mache ich beim nächsten Mal, glaube ich. Der Baumstamm ist immer ein bisschen stressig. Mensch, nicht schubsen. Kann ich den... Oh Gott, oh Gott. Kann ich den kaputt hauen, den Käfig? Ich höre da oben den Affen schreien. Vielleicht... Sollte ich den verhauen? Affe!
A monkey! Guckt, und so wird die Verbindung zum Mario-Film hergestellt. Weil der Bowser in dem Mario-Film Leute in Affen verwandelt und dann sagt er, a monkey! Und hier sind Monkeys in dem Spiel. Und somit ist es offiziell canon, glaube ich, alles. Macht Sinn. Okay, Affe, ich weiß nicht mal, ob ich dich fangen kann. Aber warum bist du sonst hier? Also hau ab jetzt. Hau nicht ab. Komm her jetzt. Ich habe einen Plan. Wie wär's mit Luftkick? Affe, du cheatest ein bisschen, oder? Kann das sein? Vielleicht kann man den Affen nicht kicken. Bin mir nicht sicher. Maschinengewehr-Kicks! Du könntest mir sagen, ob man den Affen kicken kann. Oder ob das vergebene Mühe ist, die ich hier mache. Wenn du das doch weißt. Weil der macht mich fertig. Ist der wie ein Hase? Muss ich den fangen? Ah, warte mal. Das könnte funktionieren. Also wenn es geht überhaupt. Mist. Ja, also. Nachdem er über mich drüber springt, ist er nämlich kurz verwundbar. Und jetzt macht er für mich den Käfig auf. Ich verstehe. Oh, Baby, komm schon. Wo bleibst du denn so lang? Wo ist der? Wo ist jetzt bitte der Stern? Ah, ja. Cool. Ich glaube, in der Luft kicken hätte nicht funktioniert. Ich habe ihn wirklich am Boden fangen müssen, wie einen Hasen. Nicht kicken, sondern fangen. Das war das Problem. So, was haben wir denn hier noch für Level? Ah ja, das Groß-Klein-Schrumpf-Level, ne? Das finde ich zwar eigentlich cool, aber sehr verwirrend und ich habe immer keine Ahnung, was überhaupt los ist. Und ich komme nicht rein. Das ist auch ein Problem. Bam, 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 bam. Pflücke die Schnapp-Piranha. Ja, genau, stimmt. Hatten wir schon beim letzten Mal. Super Mario, super Momentum genutzt. Ah, der kriegt ja nicht genug Schwung. Da. Ach ja. In die Wand springen ist schon immer das Beste.
Ach so, warte mal. Ich mache jetzt mal nochmal oben den Deckel auf und hüpfe da als kleiner Mario rein. Das ist auf jeden Fall ein Stern bestimmt irgendwie versteckt. Boah, ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterrutsche. Na, super, haben wir da aufgepasst. That escalated quickly. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja was. Sechs Sterne für die nächste Etage. Vielleicht gehe ich nochmal nach unten. Wir haben unten noch so viel potenzielle Sterne. Kann man sich eigentlich hier irgendwo eine Übersicht angucken? Ja, kann man tatsächlich. Ach was? Nee, oder? Nee. Nee, nee, ich verstehe schon. Ich dachte gerade, in dem Wumps-Level gibt es nur drei Sterne. Und das hätte mich sehr verwirrt, aber ich sehe quasi nur so weit, wie ich sternemäßig bin aktuell. Eule? Aber da du mich jetzt geweckt hast, kleiner Rundfug. Ein Rundfug. Yep, ich bin für einen kleinen Rundfug. Für so einen kleinen Rundfug bin ich immer zu haben. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich festzuhalten. Ah ja. Eben, eben. Das hätte mich eben sehr gewundert. Ah, ich kann hier lenken bei dem Rundfug. Sag das doch gleich, Eule. Das wäre jetzt eigentlich gleich mal eine gute Grundlage, dass wir versuchen, 100 Münzen zu sammeln. Habe ich gerade irgendwie komisch gesagt. Ah, du bist du. Kanoni, ich habe dich schon überall gesucht. Die pinken Bonbons kamen dann auch nie wieder vor, oder? In irgendeinem Mario. Ich schätze mal, die schwarzen Bonbons haben den Bonbon-Krieg dann doch gewonnen. Und die pinken ausgelöscht oder so komplett. Tragisch, tragisch. Nice. Ich glaube nämlich, hier ist ein Stern. Die Pinken sind die Mädels. Ach was. Und dann haben die Krieg gegeneinander geführt. Nee, warte mal. Die Pinken haben nur kein Interesse an Krieg, oder?